herzlich willkommen zu unserem Filmquiz. Was, wir machen einen Filmquiz? Unser aktueller Zwischenstand ist, Steffen hat 1. Hey! Christian hat 2. 2. Glaube ich. Hey! Vielleicht auch nur 1, wer weiß es nicht. Christian hat 2. Genau. Und Heiko, der nicht da ist, der kann heute eingeholt werden, denn der hat 3. Hoppla, die Waldfee. Und Andrea. Die 0 steht. Die 0 steht. Die Frage ist, steht sie auch in 5 Minuten noch? Ich hoffe es. Ansonsten gehe ich hier enttäuscht raus. Sie sitzt aber. Gut, ihr Lieben. Ah, nee, du hast nur einen, Christian. Ich habe es hier aufgeschrieben. Du hast nur einen. Nein, ich habe... Nee, du hast nur einen. Wenn er das also aufgeschrieben hat, dann hast du nur einen. Du hast es nur es ist Videobeweis, du hast nur einen. Ja, ist aber auch egal, die Null muss stehen. Die Null muss stehen. So, ihr Lieben. In welchem Film erschaffen zwei Teenager mit Hilfe eines Computers... Kann eine ich perfekte Frau, kann ich die kann ihnen ich dabei auflösen? Hilft, Selbstvertrauen kann zu ich gewinnen. Ja. Antwort A, zurück in die Zukunft. Kann ich auflösen? Antwort dann 2 Punkte. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Einer meiner Lieblingsfilme. Lisa, ja. Der helle Wahnsinn. Antwort C, Tron. Antwort D, Die Goonies. Ich weiß es, aber ich scheitere dann den Stift auch nicht. Ich habe es geschafft, ja. Ah, okay. A, zurück in die Zukunft, B, Weird Science, Lisa, der helle Wahnsinn, C, Tron oder D, die Goonies. Christian. B, Lisa, der helle Wahnsinn. Lisa, der helle Wahnsinn, okay. Steffen. Lisa, der helle Wahnsinn. Na, du, warst auch du warst in Kelly LeBrock verliebt. Ach, aber sowas von. Wer war nicht in Kelly LeBrock verliebt? Selbst du warst in Kelly LeBrock verliebt. Und nur, dass die Null steht, sage ich E.T. E.T. Aber E.T. ist wichtig. Was ein großartiger Film. Weird Science auf Englisch. Ja, Weird Science. Lisa, der helle Wahnsinn. Da gibt es übrigens auch eine Serie dazu. Echt? Oh. Ja, ja, okay. Ich hätte dann allerdings gerne, dass wir alle hier in dem, wir bauen uns eine Computerfrau-Kostüm hier sitzen. Puh. Du weißt, was ich meine, oder? Vielleicht bringe ich einfach einen C64 mit. Okay. Gut. Also, der nächste Film, über den wir sprechen, Lisa, der helle Wahnsinn. Das ist eine super Hypergranatenidee. Was? Wir machen uns ein Mädchen, wie andere sich Streichholzpiratenkinder machen. Wyatt und Gary haben einen nicht alltäglichen Plan. Ich würde dir Obermänner geben, so groß wie Schiffstruhen. Der Weg vom Traum zur Wirklichkeit ist zuweilen recht dornenreich. Und als sie dann da ist, macht sie einen umwerfenden Eindruck. Sie lebt! Sie lebt! Was würdet ihr kleinen Verrückten denn gerne als erstes tun? Sie ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Lisa, der helle Wahnsinn. Wer ein Partylöwe sein will, der muss als erstes lernen, im Dschungel zu leben. Nee, also ehrlich. Zu heiße Nummer. Aber es wird noch wesentlich heißer werden. Dies eine Mal kannst du mir vertrauen. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es total irre ist. Und das ist zart untertrieben. Denn jetzt fängt die Kiste erst richtig an zu kochen und manch einer weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ganz sicher verändert es dein Sexualleben. Selbst die Jahreszeiten wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Willst du damit sagen, Schneetreiben im Schlafzimmer ist was Normales? Wenn's nicht so irre wäre, könnte man's fast glauben. Ich will endlich wissen, was hier los ist! Selbst die Gäste haben sich verändert. Hallo, Kumpels. Und aus zwei Original-Schlaffmännern werden zwei knackige, uns gehört die Welttypen. Ihr Jungs wart ja so gut. Universal Pictures zeigen einen Film von John Hughes. Lisa, der helle Wahnsinn. Das meiste ist rein sexuell. Der Film wird ein bisschen anspruchsvoller, weil wir können ja nicht immer nur so seicht sein. In welchem Film geht es um eine junge Frau, die in einer gehörlosen Familie aufwächst und sich trotz der familiären Herausforderungen ihren Traum, Klarinettistin zu werden, erfüllen will? A. Das Mädchen mit dem Perlenohrring. B. Jenseits der Stille. C. Die fetten Jahre sind vorbei. Oder D. Nirgendwo in Afrika. So, bevor wir zur Auflösung von diesem kommen, möchte ich noch mal kurz, ne, damit wir auch wirklich richtig lagen. Lisa, der helle Wahnsinn. Guck, Steffen. Ja, ja. Das ist ja das Bild drauf, wie ihr nächste Woche da sitzt. Ja, ja. Ich hätte sie genau so gebaut. Gut. Christian, was hast du? B, jenseits der Stille.
Steffen. Jenseits der Stille. Andrea, die Null muss stehen. Die Null muss stehen. Klarinette geht nur eins. Das ist die Aufzeichnung vom Live in Rio von Iron Maiden. Ich hätte ja vielleicht auch an Querflöte gedacht, aber auch die Aufzeichnung American von... American Pie? Ja, aber wir damals gucken, im Ferienlager. Wir gucken mal in das Zackerl von der Moni. Moni Pummer, danke fürs Zackerl. Wir gucken. B. Jenseits der Stille. Was eine Überraschung. Was eine Überraschung. In diesem Sinne... Kommst du mal besuchen in der Schule? Bin jeden Tag da. Vielleicht. Ehrlich gesagt, sagt der Schnee nicht viel. Man sagt sogar, dass der Schnee alle Geräusche verschluckt. Wenn Schnee liegt, ist alles viel leiser. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht gesehen. Perfekt. Ja. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal zu Lisa, der helle Wahnsinn. Und Whisky und Film. Ciao. Abonniert. Glocke. Ciao. Glocke. Ja, liken. Genau. Plus wegmachen. Ja. Alles. Sozialversicherungsnummer.